Ende des Monats und damit Zeit für das Aufgebraucht-Video, was ich letzten Monat das erste Mal gemacht habe und euch da fälschlicherweise erzählt habe, dass das ein ganz neues Videoformat ist. Das war totaler Quatsch, da habt ihr mich drauf hingewiesen. Das hieß einfach vorher, also nennen andere jetzt auch noch so, das hieß vorher Kosmetikmord. Und ich habe das einfach völlig verplant, dass es ein und dasselbe ist, obwohl es super Sinn macht, dass es ein und dasselbe ist. Aber da seht ihr mal, wie leicht man mich austricksen kann. Da nennt man ein Video einfach nur mal anders und dann denke ich, alles ist neu und ich mache mit und alles ganz toll. Aber wie auch immer, also es ist tatsächlich das alte Kosmetik-Mod-Format. Aber wie auch immer, ist ja auch völlig egal. Jedenfalls gibt es jetzt wieder meine aufgebrauchten Produkte vom letzten Monat. Und ich fange mit etwas an, was langweilig ist, weil ich es letzten Monat schon gezeigt habe, aber völlig egal. Ich zeige euch einfach alles, was ich aufbrauche. Das ist meine Florina-Creme, genau wie letzten Monat. Es ist wieder eine ganze Packung leer geworden, weil ich sie einfach liebe. Und wenn euch interessiert, warum ich sie liebe, schaut euch einfach das letzte Video an. Also die Florina-Creme geht bei mir einfach weg wie warme Semmeln. Dann habe ich aufgebraucht von Alterra eine Feuchtigkeitsspülung. Feuchtigkeitsspülung, Granatapfel und Aloe Vera für trockenes und strapaziertes Haar, Reichhaltigkeit und frische Pflege ohne Silikone. Das ist das, was mich daran begeistert. Die ist ohne Silikone, ist von Rossmann, eben diese Hausmarke, und ich finde die richtig gut und ich werde die auf jeden Fall nachkaufen. Und das hier ist ungefähr meine dritte Packung, glaube ich. Tommy hatte mir die mal mitgebracht. Da war er bei mir, ist nur mit Handgepäck gereist und brauchte unbedingt eine Spülung, hat die dann gekauft und konnte die dann logischerweise mit dem Handgepäck nicht zurück nach Dublin nehmen und hat sie mir hier gelassen und seitdem kaufe ich sie nach und das ist bestimmt ein Dreivierteljahr her oder so. Ich benutze nach wie vor Produkte mit Silikon für meine Haare, weil ich bisher nichts gefunden habe an Styling-Produkten, wo ich meinen ganzen Frizz mit wegbekomme und ja, so, ne? Das Silikonthema mit den Haaren ist ja, das muss jeder einfach für sich selbst entscheiden und ich habe dann eben irgendwann gesagt, gut, ich benutze alle anderthalb Wochen oder so benutze ich ein Peeling-Shampoo und hoffe einfach, dass es tatsächlich dann auch so funktioniert, wie es gesagt wird, dass die Silikone sich dann nicht so anlagern und deswegen nicht so schädigend sind. Wie auch immer, das ist wirklich so ein ganz eigenes Thema für sich, aber diese Spülung ohne Silikone tut wunderbar bei mir ihren Dienst. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie meine trockenen Spitzen sehr viel geschmeidiger macht. Und die Haare fühlen sich trotzdem total leicht an. Und ja, also ich habe wirklich den Eindruck, es hat eine gute Pflegewirkung. Und wenn das alles ohne Silikone funktioniert, dann bin ich echt froh. Und deswegen wird diese Spülung auch nachgekauft. Dann habe ich aufgebraucht von Ebelin Nagellackentferner. Das ist ein Acetonhaltiger. Ich weiß, dass Aceton ganz, ganz, ganz furchtbar ist und ganz, ganz, ganz schädlich und ganz schlimm und sowieso vom Teufel kommt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich kann es nicht leiden, wenn ich ewig an Nagellack rumschrubbe und den dann immer noch nicht runterbekomme. Und ich trage relativ häufig auch mal Glitzerlacke oder eben wirklich sehr, sehr farbige Lacke und es nervt mich dann einfach, wenn ich dann ewig da sitze und an meinen Nägeln rumschrubben muss. Und dann ist es mir einfach lieber, ich habe was, was einfach wirkt. Und der wirkt. Also der funktioniert und ja, kostet nicht viel und tut seinen Dienst. Und deswegen habe ich ihn auch nachgekauft. Dann zeige ich euch zum Schluss noch kurz zwei Produkte, die ich im Ausland gekauft habe, die es hier auch nicht nachzukaufen gibt. Aber eventuell bringt es ja dem einen oder anderen was, wenn er auf Reisen ist und einfach vielleicht mal was Neues ausprobieren möchte und da eine Empfehlung will. Und das ist einmal hier von Johnson's Body Care, diese Feuchtigkeitspflege Body Lotion. Die heißt 24 Hour Moisture Extra Rich Body Lotion. Und ich fand die sehr gut. Die hat die Haut gut gepflegt. Den Geruch finde ich sehr angenehm. Der ist nicht zu intensiv und so angenehm cremig. Und was ich aber nicht so toll fand, ist, dass die nicht so schnell einzieht. Also es ist keine Katastrophe, die zieht schon ein, aber nicht wahnsinnig schnell. Also wenn man sich eincremen und danach sofort anziehen möchte und nicht möchte, dass irgendwas noch Cremerückstände da sind, dann ist die nicht so geeignet. Aber wem das nicht so wichtig ist, für den kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Und dann zu guter Letzt habe ich hier dieses Deo aufgebraucht. Das ist von der Firma Mennen.
Und heißt Lady Speedstick, gibt es in verschiedenen Duftrichtungen. Ich habe hier das Invisible Dry, also den heißen alle, es ist halt so eine Serie, Invisible Dry. Und ich habe den Soothing with Aloe und ich fand den sehr gut. Er ist jetzt nicht besser als irgendwelche Deos, die ich in Deutschland jetzt gekauft habe und ausprobiert habe. Also es ist nicht, dass ich dem jetzt irgendwie großartig eine Träne nachweine, dass ich ihn nicht mehr habe, aber... Ja, also ich fand den schon gut. Und wenn ihr im Ausland unterwegs seid, also ich habe den in Doha gekauft, ich weiß nicht, vielleicht läuft er euch auch irgendwo in irgendwelchen anderen Ländern über den Weg. Ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr da vorm Riesenregal steht und nicht so richtig wisst, was ihr nehmen sollt, dann ist der auf jeden Fall gut. So, meine Lieben, das war es. Ich werde jetzt gleich noch meine Monatsfavoriten abdrehen und ja, bis bald. Tschüss.